So Leute, da sind wir wieder direkt im Anschluss, mache ich weiter und ja, baue das Haus hier fertig. Das macht auf jeden Fall gerade Laune irgendwie. Aber ich muss eben die ganze Zeit Wasser holen, was nicht so geil ist. Ich denke mal, da mache ich mir hier so einen Brunnen oder so. Habe ich eigentlich schon Redstone, weil das müsste ich mir dann auch noch mal holen. Ich mache einfach so einen Dreierbrunnen, Moment. So. Dann dahin, dann hole ich den immer hier vorne raus. Und dann kommt jetzt an jeden Block so ein Wassereimer. Dahin noch. Muss ich eben immer richtig hingucken, dass ich das auch ordentlich auffülle. Ne? Aber das muss ja so gemacht werden, weil es ja früher eben auch so da stand mit dem Wasser. Das ist schon wichtig, dass hier alles überflutet ist. Und ja, da habe ich nämlich damals irgendwie, da fand ich das irgendwie faszinierend, dass die Leiter eben das Wasser aufhalten kann. Und da dachte ich mir, ich setze einfach mal meinen Dachboden unter. Oder überflutet den. Ne? Macht ja nichts für unten. Da bleibt ja alles trocken. So, ich glaube, ein bisschen was fehlt noch. In der Mitte oder so jeweils. Genau da. Und ich glaube, in der anderen Mitte auch noch. So, Moment. Habe ich jetzt alles? Ja, man wird halt immer zur Mitte gesaugt. Ne? Und hier hat man ja auch noch generell einen Luftblock. Ich weiß gar nicht, ob ich den damals gemacht hatte. Bin mir nicht sicher. Sieht man hier nicht. Ja, kann man echt schlecht erkennen. Ich habe halt nicht so viele Bilder davon. Oh shit. Oh oh. Hilfe. Alter, jetzt wäre ich fast ertrunken, ne? Wäre ich jetzt ein bisschen später hätte ich das gemerkt, dann wäre vorbei gewesen. So. Aber zum Glück habe ich es ja noch mitgekriegt. So. Ja, und dann will ich ja generell eigentlich noch ein bisschen, also ich weiß noch nicht, hier, das mache ich jetzt erstmal zu. Und ich denke mal, hier oben mache ich jetzt auch erstmal, das mit Glas weiterhin. Weil das gefällt mir noch nicht so richtig. Wenn es da einfach so mit Stein ist. Also ich glaube, das war so. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Und ich weiß auch nicht mal, ob ich da eine Tür hatte oder nicht. Ja, ich stelle auf jeden Fall mal so einen Ofen da rein, ne? Ah, da ist ja noch was drin. Und die Workbench kommt beides mal ins Haus. Das passt schon irgendwo hin. Ich hatte auf jeden Fall damals so eine Redstone-Leitung da drin verlegt und einen Hebel, mit dem ich dann die Tür geöffnet habe. Da hatte ich glaube hier hinten den Hebel, ne? Den kann ich schon mal da hinsetzen. So. So hatte ich den und dann war eben hier so Redstone oder hier so an der Wand lang. Keine Ahnung, setze ich gleich nochmal. So, jetzt aber erstmal hier den Crafting Table noch hin und dann komme ich mal oder gehe ich mal darüber und hole ein bisschen Redstone, damit ich das auch wieder machen kann, ne? Konnte ich nämlich immer von hinten die Tür öffnen. Das wollte ich dann glaube ich nach draußen verlegen, hab's dann aber doch nicht gemacht oder wie das war. Keine Ahnung. Ist ein bisschen lange her schon, ne? So. Ja, ich muss auch erstmal was essen gleich. Sonst gehe ich ja noch ein. So. Okay, ein bisschen Brot hier. Aus der Stadttruhe. Das liegt da auch nur ewig rum und vergammelt. So, Setzlinge weg, das Ei. Ich hab noch gar kein Ei hier, lol. Ich dachte, ich hab überall irgendwie was davon. So, bisschen Redstone mitnehmen, nicht so viel. Und ja. Den Rest leere ich dann gleich aus vom Inventar. Da habe ich jetzt auf jeden Fall hier schön meine ganzen Häuser nachgebaut. Sogar da vorne die Türen. Auch wenn da nichts dahinter ist. Aber irgendwie von, selbst wenn man es von außen sieht, das reicht irgendwie schon. Die guten alten Sachen. Keine Ahnung, ich finde die Welt irgendwie ganz cool. Ich denke mal, ich gebe die dann auch am Ende zum Download. Da muss ich mich aber auf der Reise dann töten, damit ich dann wieder hier an der Ort und Stelle stehe. Weil das Projekt wahrscheinlich nicht mehr so lange gehen wird, ne? So, da weiß ich nämlich auch noch, hier war nämlich Redstone immer noch. Lol, warum geht das zu, wenn ich da einen Block setze? Ist das bei anderen Blöcken so? Nee. Nur bei Redstone, obwohl das überhaupt nicht aktiviert ist. Hä? Das ist wahrscheinlich Minecraft-Logik damals gewesen, dass die Tür immer zu sein muss, wenn man Redstone daneben legt. Sonst ist das irgendwie fehlerhaft oder so. Wenn ich jetzt das so mache. Ja gut, dann geht's auch immer so, ne? Naja, ist klar. So, dann lasse ich das mal so. Oder nee, glaube ich. Ich warte mal. Ich glaube, ich hatte das so. Ah, doch. So müsste stimmen. Ungefähr. Ja, das waren Zeiten hier.
Und hatte ich hier noch irgendwo Fackeln? Kann das sein? Vielleicht an diesem Ding da? Ich glaube nicht. Nee, naja, gut, dann komm, ich mach jetzt einfach mal Fackeln hierher, damit es ein bisschen heller ist. Oder nee, komm, hier passen die irgendwie nicht. Ich mach die mal hier in die Ecken. Da ist es am dunkelsten. Und ja, dann mal gucken. Dann haben wir jetzt das Haus perfekt nachgebildet. Beste Inneneinrichtung hier. Wollte ich gerade einen Screenshot machen, aber ich glaube, ich mache dann lieber einen, wie ich dann losgehe, oder? Ja, ich weiß es nicht. Irgendwie sieht es auch cool aus. Moment. Wegen dem Fenster auch. Damals hat man sich eben so wirklich an diesen kleinen Dingen begeistert, ne? Ja, so sieht man die Redstone-Spur besser. Warte mal, wie sieht man alles so? Ich mach mal das hier an, damit man das sieht. Ja, so ist doch ein geiler Screenshot. So sieht man irgendwie alles. So. Zack. Und ja, dann wieder zu. Und dann geht's mal los. Erstmal in Richtung Haus. Und dann mal sehen. Ja, das mit dem Sand mache ich jetzt nicht noch fertig, was ich da machen wollte. Weil das ist eigentlich auch egal. Das lasse ich jetzt einfach so. Aber wir haben auf jeden Fall viele Sachen gebaut. Da hinten den Turm. Dann da hinten dieses Lehmhaus, ne, in der Richtung. Also es ist schon irgendwie viel entstanden hier. Über die Zeit. Ja. Finde ich auf jeden Fall ganz cool. Vor allem, dass ich eben meine alten Gebäude jetzt nochmal in der Welt habe. Wenn auch nur nachgebaut und nur so ähnlich wie damals, aber Hauptsache ich hab's ja nochmal, weißt du? So, dann hier. Das Glas kommt mal weg. Die Wolle braucht man nicht. Das Bett nehme ich mit, definitiv. Ja, was braucht man alles auf so einer Reise? Auf jeden Fall Holz, würde ich sagen. Na gut, nicht unbedingt. Eher sowas wie Eisen, was man jetzt nicht an der Oberfläche findet. Ich nehme mal hier alles mit, was ich habe. 52. Und dann, ja, kann es eigentlich schon losgehen, ne? Ich weiß nicht, was ich mit der Erde noch machen soll. Die kann ich ja auch mal wegtun. Viele Sachen findet man halt auch an der Oberfläche. Ich würde sagen, ich nehme noch so ein Stack Cobblestone mit. Und das war's dann auch. So, hier ist ja noch Lehm und Eisen drin und alles. Ja. Erstmal alles noch durchschmelzen. Weil ich das irgendwann mal vorhatte. Das war einer zu viel, so. Ach, hier ist ja auch noch Eisen. Ja, angenehm. Dann mal rein damit. So, hier noch Kohle, die nehme ich mal mit. Da habe ich wieder 60. Das ist, denke ich mal, ausreichend. Ein Kompass könnte ich mir noch mitnehmen. Ne? Habe ich jetzt hier schön alles angenagt, die Vorräte. Nehme ich mir sogar noch mal ein Brot. Und dann schlafe ich erstmal kurz. Wenn es geht, gleich. Wäre schön. Ich weiß gar nicht, ob ich in dem Steinhaus vielleicht doch ein Bett hatte. Kann sein. Ich weiß nicht, ob ich im Gravelhaus noch irgendwas Wichtiges habe, aber ich glaube, da habe ich alles weitgehend rausgenommen. Ne? Ich habe ja hier versucht, das weitestgehend in die Kiste zu tun. Naja gut, ich würde sagen, dann gehen wir mal los. Aber viel weiter kommen wir heute eh nicht mehr. Mal schauen. Ich denke mal, so richtig los geht's dann erst nächste Folge und dann eben auch wieder mit Thema. Das definitiv. Da möchte ich also ein bisschen was ansprechen. Und warte mal, ich wollte mir eigentlich noch ein Diamant-Werkzeug machen. Oh, scheiße, ey. Ich merke schon, ich komme heute nicht los. Das ist leider nur die Vorbereitung auf die Reise heute. Ich wollte eigentlich jetzt schon direkt los, aber mir fallen einfach noch Sachen ein teilweise und ja. Wahrscheinlich fallen mir hinterher auch noch 10 Sachen ein, die ich mitnehmen wollte. Was ich dann aber wieder vergessen habe oder so. So, und zwar die Diamanten. Ich nehme die jetzt einfach mal mit. Wir können uns das ja dann mit der Zeit alles craften. So, noch irgendwas. Vielleicht ein Sattel mal, damit wir Schweine reiten können. Das wird lustig. Ja, und ansonsten geht's aber jetzt aber. Geht's jetzt aber. Was habe ich jetzt schon wieder gesagt? Keine Ahnung. Ich würde sagen, ich breche jetzt auf. Endgültig. Hab meine 11 Diamanten dabei. Wenn ich die verliere, dann ist das Projekt vorbei. Ja, es sind eh nur noch 4 Folgen. Also wenn es dann nur noch 3 Folgen sind stattdessen, dann ja, bin ich halt gestorben, ne? Nee, also keine Ahnung. Ich werde das Projekt nicht abbrechen, dann laufe ich lieber noch eine Folge rum und mach gar nichts. Oder so. Ja, und dann gucken wir mal.
Mal sehen, was wir so finden, ne? Jetzt die ersten Gefilde kommen uns ja noch bekannt vor. Aber später werden dann wieder viele neue Dinge auf uns warten. Aber jetzt kommen wir erstmal durch ein langes Gebiet, wo alles schon abgebrannt ist durch mich. Ja. Ich bin mal gespannt. Ich wollte eigentlich jetzt noch ein bisschen weiterkommen. Wir sind jetzt auch schon bei über 10 Minuten. Ich will jetzt auch nicht jede Folge so lang machen, ne? Oder soll ich das? Ich weiß es halt nicht. Oh, shit. Erstmal wieder Schaden nehmen hier. Ja, soll ich jetzt hier noch so 12 Minuten draus machen oder nicht? Ach komm, ich beende jetzt das Video einfach an der Stelle. Dann lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat, und ein Abo natürlich. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.